Tachchen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf Dogs Island. Wir machen jetzt, wie den Titel entnehmen konntet, machen wir Kartoffeln nochmal. Und zwar handelt sich das hier um die Mini-Kartoffeln irgendwie, die ich bei meinem Eimer immer raushole. Und also im Grunde genommen geht es um die ganz kleinen hier, die ich dann immer mit ernte, die mir aber zu klein sind, um die irgendwie für einen Grünkohl oder irgendwas noch zu verbrauchen. Deswegen, ja, würde ich sagen, machen wir die einfach. Und zwar habe ich dann, hier drüben habe ich mir so ein Eimerchen. Da kommt einfach unten mit ein bisschen, was ist das, vom Kirschlorbeer war das, das Laub und gehäckselt halt die Äste. Das ist schon ein bisschen angerottet, aber das kommt trotzdem drunter irgendwie für die Drainage noch. Klappt wohl. Kommt da ein bisschen Erde noch mit drauf. Und da kommt jetzt mit unsere Kartoffeln rein. Das ist wie gesagt so eine Handvoll Kartoffeln. Wird das wohl sein. Aber halt alles so eine Mini-Dinger, die aber auch schon austreiben. Die einen mehr, die anderen weniger natürlich. Und die kann sich da jetzt alle rein, beziehungsweise stecke ich, lege ich die hier rein. Legen tut man die Kartoffel, dann machen wir das auch. Schmeißen die nicht, wir legen sie rein. Dann wollen wir nicht mal gucken, ob da, wie viel denn dabei rumkommt. Das sind wie gesagt meine Müllkartoffeln eigentlich. Also zu gebrauchen waren sie nicht. Und ich habe sowas Kleines auch noch nie gepflanzt. Gucken einfach mal, ob das was wird. Und dann bedecken wir das noch wieder leicht mit Erde. Und dann gibt es da noch einen Schluck Wasser mit drauf. Und nun heißt es dann abwarten, ob die Kartoffeln kommen oder nicht. Das werden wir dann im nächsten Video sehen. Ja, nun geht es weiter mit den Kartoffeln. Mittlerweile sind 2,5 Wochen vergangen. Ich habe gesehen, auch hier ganz unten bricht die Kartoffel aus der Erde, beziehungsweise durch die Erde durch und möchte wachsen. Das Ganze wird jetzt angehäufelt. Wollen wir gucken, ob wir da ein bisschen mehr ernten können, als das, was wir gegeben haben. Ich habe hier drüben Komposterde. Frische, gute Komposterde. Das Ganze wird jetzt ein bisschen angehäufelt. Ich mache das meist so, dass so viel von der Kartoffel nachher noch aufsteht. Ich muss halt sehen, hier unten sind auch kleinere Triebe, dass ich die nicht töte. Die hier vorne, die ich gerade eben gezeigt habe, die werde ich wohl in der ganzen Aktion hier leider ersticken. Also wir wollen mal gucken, vielleicht brechen die ja auch noch wieder durch die Erde hier. Das Ganze wird jetzt erstmal aufgefüllt, soweit wie ich hier mit meiner Erde komme. So, jetzt gibt es erstmal nochmal schnell einen Schluck Wasser rauf. Und dann wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, und so schaut das jetzt nach dem Anhäufeln aus. Mal gucken, ob die das schaffen. Und mal darauf achten, ob hier vorne nicht nochmal wieder was durchbricht. Oder ob wir bei den beiden Trieben bleiben. Ich habe noch ein ganzes Stück hier zum Anhäufeln auch übrigens. Also ich werde das Ganze wohl nochmal zweimal anhäufeln können, wenn ich Glück habe. So, ist wieder ein bisschen Zeit vergangen hier bei den Kartoffeln. Ich habe noch etwas Erde über und da habe ich mir gedacht, häufeln wir die einfach nochmal an. Aber ihr könnt sehen, mittlerweile zieht sich das Kraut ein bisschen ein.
So, hab die Erde halt noch über gehabt und mir gedacht, wo hier vorne so junge Triebe, kleine Triebe noch hochkommen, kann ich vielleicht noch mal ein bisschen was anhäufeln. Vielleicht bringt es ja noch was. Wir können wieder so eine kleine Mini-Pflanzkartoffeln ernten. So, und das Ganze wird noch mal eben schnell angegossen. Noch sind sie nicht durch, aber sie gehen langsam dem Ende zu. Und ich bin aber auch schon ganz schön gespannt, was da drunter hocken wird, wenn wir die dann ausgraben zusammen gleich. Das Kraut zieht sich langsam ein, wie ihr sehen könnt. Und wir haben einige Erfolge, beziehungsweise Misserfolge werden auch. Dort ist eine Kartoffel, die liegt hier leider oben frei und ist deswegen schon etwas grün. Die dürfen wir nachher nicht essen. Die ist giftig, aber wir werden die nachher nehmen und die dann einfach wieder stecken, wenn sie dann austreibt über den Winter. Und damit werden wir nächstes Jahr weitermachen, auf jeden Fall werden wir das versuchen. Das ist auf jeden Fall was Größeres, als wie wir gesteckt haben. Kleiner Erfolg schon mal. Bin ich ja gespannt, was hier dann drunter hockt. Mitte September ist es. Lang wird sie nicht mehr machen. Ich gebe mal so 2 bis 4 Wochen. So, der entscheidende Moment. Was hockt drunter unter dem Eimer? Ihr habt es ja am Anfang gesehen. Die winzig kleinen Kartoffeln, groß wie ein Centstück. Gucken, ob das was gebracht hat. Ich habe hier einen kleinen Eimer für das Kraut jetzt gleich. Und einen größeren Eimer hier. Eine Maurerbütt für unsere Kartoffeln. Und dann nehmen wir als erstes mal hier das Kraut ran. Aber kommt doch mal eben kurz mal ran hier. Ihr wisst das ja, hier oben drauf liegt eine so eine Kartoffel. Die ist schon ein bisschen grün, die werden wir gleich auch als erstes mit rausnehmen. Aber wenn ich die Kartoffel so sehe, und hoffentlich ist da unten genauso was drin, da wäre ich schon sehr mit zufrieden mit den kleinen Kartoffeln. Aber wir nehmen jetzt einfach mal das Kraut ab. Das vertrocknete Kraut hier kommt hier einfach raus, ab in den Eimer rein. Und auch hier ziehen wir das Kraut einfach erstmal raus. Und die erste Kartoffel hier, die ist leider grün. Aber die ist ja schon wunderbar, wenn der ganze Eimer so voll hängt mit solchen Kartoffeln. Da wäre ich froh drüber. Aber wir gucken jetzt einfach mal. So, ein bisschen Holz hatte ich unten drunter zur Drainage. Oha, ist ja schon mal ganz gut. Wir packen die auch direkt hier in den Eimer rein. Ist schon okay, bin ich mit schon zufrieden. Das ist ja wunderbar, was wir da aus den winzigen Kartoffeln jetzt rausholen. Boah, geht. Schöne kleine junge Kartoffeln für einen Rosenkohl oder für einen Grünkohl. Ja, wie gesagt, also die waren kleiner wie das hier, was ich gesteckt habe. Also ich werde in Zukunft meine kleinen Kartoffeln nicht mehr wegschmeißen, wenn ich dann hier solche schönen großen Kartoffeln noch rauskriege. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, bin ich schon mal von begeistert. Viel mehr ist da, glaube ich, doch. Da ist noch ein bisschen was. So, auch nur eine kleine. Naja, es geht. Sind schöne Grünkohlkartoffeln. Aber die Menge wird wahrscheinlich nicht reichen für eine Portion Grünkohl. Aber wenn hier so etwas größere noch mit bei sind, ist es völlig okay. Da ist doch noch was. Ja, das war's wohl, denke ich. Na, ja, das ist es wohl gewesen. Ja, das ist es gewesen. Oder das ist es, um ganz genau zu sagen. Es ist okay, es ist auf jeden Fall deutlich mehr als das, was wir gepflanzt haben. Wenn ich hier 3 Kartoffeln oder sagen wir, ich nehme 4 Kartoffeln raus für eine Mahlzeit. War das doch okay. Plus ein bisschen was. Also, ich werde die kleinen hier, die werde ich nicht wieder wegschmeißen in Zukunft. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch bitte den Daumen nach oben oder lasst einfach ein Abo da fürs nächste Video.
wenn der Dog wieder der Meinung ist, Verfolgungswahn.